oben dir. Schön ist es hier, wirklich. Aber eben, ist schon weniger los. Also eben gestern Schermignon. Ist viel los gewesen, ja, als ich gehört. Ja, da sind immer mehr Leute sehen durend. Mit euch Kindern. Ja, jetzt aber fast nur noch so eine Generation, viel jünger ist. Ja, du bist jetzt noch eine Generation jünger. Aber gleich, was jünger ist, ist. Die Älteren haben schon noch mehr Beziehungen, so zur Alpo. Aber die haben nicht jetzt die Jungen mit den Brüchen an, so mitschrecken. Irgendwie. Solange du sie noch hast, jetzt so wie meine, das ist meine Jüngste, die da ist. Ja. Die kommt jetzt noch, weil sie noch Schulkollegen mitnehmen kann. Und wir wohnen sonst zu Bären und so Woche um Jahre sind wir hier. Dann nicht der Koller, wenn wir die Bären hier brüchen, so Woche auf Alpen. Der Koller verheizt gehen, Mensch. Ja, oder der verheizt gehen, der Koller. Einer verheizt gehen, sonst. Nein, das ist himmlisch her. Aber ist schon ruhig. Ah ja, so ist ruhig. Also hast du so. Am meisten ist jetzt mit den Ruhigsten, oder? Der Ruhigste ist eigentlich. Und das ist schon vor allem für, man sagt ja, für die Albener, die meistens in Brüchen kommen und hier heute haben. Das sind eigentlich mehr oder weniger alles von Einheimischen. Ja, fast alles die gleiche Verwandtschaft. Ja, viel. Erworn. Ja, also das ist jetzt meine Gotta, das ist die Schwester von meiner Mama. Und gell, es ist schon. Ja, es hat schon von ihr schon jetzt. Ein bisschen viel Vertretung. Die meisten bald hier heute. Und dann hat er den. Aber jetzt, wenn man sagt Alphitta. Ist jetzt also gestern Schermini habe ich nicht zum Beispiel gehört oder gesehen, viel Hitten, alle noch beieinander zu tun, hat man da irgendwie zusammen hin und her gehen. Das ist schon hier so. Hat man nicht ab und zu lieber das Gefühl, dass man sagt, ja, lieber ein bisschen alleinig? Oder also, in der Alp hat drei oder so. Nein, das hat auch nicht. Mich täuscht jetzt der Alpokir und einfach die Leute dazu. Und ich komme zu einfach von Vero wieder hier machen, für dass ich den Kontakt hier zu den Leuten habe, weißt du? Ja, okay. Da hast du fast jeden Tag jemanden besuchen, oder gehst du dem das Aperitif, jemand kommt schon, zu dir, oder gehst du mit dem grillieren, oder sie kommen zu dir. Nein, hast du schon mehr für Kontakt zu pflegen, komme ich jetzt von Bero hierher. Okay, also nicht für Ruhe zu finden, sondern eigentlich für Kontakt. Ja, also Ruhe hast du auch, weißt du, wenn es dir gut geht und du so das Gemütli hast, hast du ja die Ruhe. Also da kannst du dir holen, Ruhe ist für mich erholen. Und Radio hören. Und Radio Rotto hören, natürlich oben immer. Dir. Ja, das ist ja so. Ich bin kein Radio hören. Los. Wenn du bist gegangen, gell? Ja, das stimmt. Ja, der läuft. Wir haben nur das Programm hier. Aber ich habe gestern gedacht, ja, wenn wir also so Werbung machen, heute vor Tour haben, ist jetzt Buda voll. Ja, also gesagt, von dem nichts. Mal, ich habe gestern dem Mädchen noch gesagt, heute Morgen um 6 Uhr, wir sollen jetzt wachstehen, wenn der Radio Rotto kommt. Aber jetzt haben sie aber lange geschlafen und nicht mehr Radio Rotto gedacht, gell? Aber nein, wir sind schon als Kind immer hier gewesen. Mama hat ja 30 Jahre Kehr. Keiro. Ja, Keiro sagen. Ah, Keiro. Ja. Weißt du, was das ist? Ja, Kirtet oder was? Kühe Kirtet? Nein, Kirto. Ich also, ja vorne gesehen, aber also, Gmoll kommt. Ja, so. Käse, Butter macht. Und wir sind 80 sind, wir sind alle. Immer hier gewesen. Wenn das ist in Gräser gewesen, habe ich schon wieder dürfen kommen, gell? Ja. Und Pfangilio nehmen morgen früh, du weißt nicht, was Pfangilio ist. Pfangilio? Fange ich spielen? Nein. Erklär mir du, was Pfangilio ist. Ja, das ist jetzt, wenn man Milch zweit macht auf das Käse. Weißt du, wenn es ein bisschen dicker wird? Und nachher müssen wir ja hier Lebpulver drin tun. Und dann kommt die dick. Das kannst du Käse machen, wird es dick. Nachher tust du es brechen. Nachher, wenn das so. Das tust du nachher, wenn du das nimmst, ist das einfach Pfangilio. Ja. Das ist das Beste, was du willst. Das habe ich immer gesagt. Der Schäum oben oder drüben? Nein, das gibt keinen Schäum. Wenn du Käse machst. Ah ja, aber ja, nein, das ist ja nur Milch, die gestanden ist. Das kriegt man doch sehen, wenn du in Käse rein, fast wie mit einer Harfe gehst, doch so durch. Und dann ist die Milch schon dicke. Okay. Das ist der Pfangilio. Das ist das Beste, wie das am Morgen schon das ans Bett bringen. Hat mir Grossmama viel gemacht. Echt? Ja, sicher. Also, eine Tasse voll, ohne sich. Ist das so. Und jetzt die Jungen nehmen das so. Ja, aber jetzt hast du es ja nicht. Das machen sie ja nicht. Jetzt müsstest, aber machen sie gar nicht mehr. Also, dort müsstest du einfach dafür das holen. Aber ja, gang dann am Morgen zum Sen gehen. Um 6 Uhr. Ja, wenn wir es jemanden bringen, nehmen wir es. Aber sonst. Ja, das sowieso alles der und der Zieger. Der Dings gibt es auch nicht mehr, der Brieco. Jetzt habe ich auch studiert. Brieco, weißt du ja, das ist das. Also, wir haben mal im RRO Wortkiste mit alten Walliser-Wort. Tu das mal aufschreiben, Pfangilio und Brieco. Was heisst der Brieco? Brieco, also, wenn du vorher Privatkäse hast, hättest du doch die runde Holz. Nicht auf der Alpe. Ich? Ja.
Ja. Jetzt gestern ja, aber als Kind oder so. Mal im Gomsi, aber nicht direkt auf der Alpabrü. Ah. Also, dann weisst du, die Gommi sind ein bisschen anders als wir. Ja, aber das kann sein. Aber kennst du ihn, die gleichen. Ja, nimm ja, schon. Aha. Aber was ist denn das? Dann hat man so, dann hat man gesagt, der Järb. Und das war so ein runder Ding, Holz. So hoch. Wie ein Rahm, wie ein Ring. Wie ein Ring. Das Käse. Nachher hat man dir da drin getan. Okay. Und das Brett drauf und Steine gepresst. Ah, oh, nachher aber der gedreht? Nein, da muss Holzbrett haben. Nur ein Holzbrett drauf, ja. Okay. Und dann ist der unter dem Holzding ist der so ein bisschen rausgedrückt von dem Käse. Und das hast du abgeschnitten und gegessen. Das ist der Brieco. Das ist jetzt Brieco. Also eigentlich so wie die Raclette Grossmütter oder was? Also, ja, oder ja, die Härte Grusche. Bist du denn mal Grossmütter beim Raclette? Nein, ich sage eigentlich nicht. Weißt du, der, ja, der, die Gruste. Die Gruste, ja. Die Gruste, mein Vater, das sind die Jungfrau. Verbrannte. Verbrannte. Ich will nicht weiter ins Detail gehen. Aber ja, was machen wir hier den ganzen Tag? Also eben, zwei Wochen geht es schon. Jetzt, wenn nicht schön ist, müssen wir innen hocken, oder was? Ja, so, hörst du Stabo Radio Rotto. Und dann hast du genau gleich immer jemanden zu besuchen. Ja, ja. Die leider Wetter. Ja, die weißt du, hast mit, ich habe jetzt jeden Tag jemanden, der noch nachkommt. Ja, wir bleiben jetzt nicht wochenlang hier. Also es ist nicht so, dass man sagt, Anfang Sommer kommen im Brühe, weil immer noch heiß ist, nachher Ende Sommer. Ich habe noch gehört oder etwas. Aha. Also jetzt meine Eltern sind jetzt die Woche gegen Abend kommen und bleiben und hier, weil ich da bin. Und jetzt am Morgen gehen sie wieder am Ab, weil sie etwas haben. Am Abend kommen und wieder. Okay. Du selber noch bist, kannst du ja das machen, gell? Von Albino hast du mal das stimmt, ja. Ich will jetzt von ihnen nachkommen. Ich bin jetzt einfach eine Woche hier und dann gehe ich gar nicht am Ab. Da kann es noch Katzen haben. Aber dann müssen wir das schon noch so ab irgendwie einkaufen, dass man eine Woche hat, oder was? Also man weiss ja dann nicht, wie viele Gäste oder so, nicht? Aber ich könnte 10 Tage bleiben ohne, ich habe viel. Aber sonst der, der hoch kommt, da kannst du dir jedem sagen, weisst du? Bringt gerade etwas. Ja, ja. Gestern habe ich gehört, was auf der Alpa für ihn das Wichtigste wäre. Zwei Sachen. Was denn? Ich weiss, aber ich frage eben zuerst auch. Was wären für zwei Sachen, die man sagt, wenn man allem das sollte bringen, was für ihn das Wichtigste wäre? Brot. Habe ich eben euch gehört? Brot und Käse. Für mich. Ja, Käse. Ja, du hast jetzt immer, ich habe Berner aber schon nie mehr. Wir haben Raclette-Käse. Ja, das auch noch. Brot und ein Glas Wein und dann bleibt ihr hier noch lange. Und der Rest kann man, ja, frisches Fleisch fehlt halt das hier nicht. Ja, aber, das, aber das Brot ist schon die Hauptsache, wenn man ein paar Tage hier ist. Das haben eben gestern euch gehört. Ich habe euch gerecht, irgendwie ein paar ein Stück Fleisch oder eine Flasche Wein. Brot. Ja, das ist... Und der Ronner hat dann auch gesagt, Zeitung. Die Zeitung. Dann ich gesagt, ja, geht, aber. Die bringt hier natürlich einfach, wenn einer hochkommt, hat er die Zeitung und die gibt zum nächsten weiter. Und der Bruder schafft jetzt hier mit der Station. Ich gehe jetzt in meine Tage rein. Genau, ja. Ja, dann danke für die Gastfreundschaft. Ja, stoß dir nochmal an. Merci fürs Besuch. Ja, danke. Gesundheit dir euch. Gesundheit miteinander.